So, moin Leute, heute mal ein neues Video und zu diesem neuen Video begrüße ich euch natürlich recht herzlich. Ja, ich fange das jetzt zum dritten Mal an, das Video. Irgendwie hat es nicht geklappt, war nicht so optimal. Deswegen, alle guten Dinge sind drei. Jo, ich habe heute, ja, worum geht's? Ich habe von einem netten Zuschauer von mir, von dem Frank, habe ich ein kleines Päckchen gekriegt. Er hatte noch ein Stehwellenmessgerät, hatte er noch liegen. Und da meinte er, wollte mir das die Tage zuschicken. Ja, und das hat er gestern losgeschickt. Ja, und heute klingelt es an der Tür. Hä, wer klingelt denn da? Ich dachte erst meine Frau, weil die gerade beim Einkaufen war. Naja, geh ran. Ich sage, ja, hallo. Ja, DHL. Denk, hä? DHL, ich habe doch gar nichts bestellt. Naja, und dann kam er hochgetüffelt, der DHL-Bote. Ist ein ganz netter. Und ja, hat das kleine Päckchen in der Hand, denke ich, oh juhu, Post von Frank. Ja, gut. Also, wie gesagt, ist leider schon offen. Ist kein hundertprozentiges Unboxing, weil ich musste das Video jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Irgendwas hat mich hingehauen. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall. Offen ist es schon. So, wie ihr seht, gut verpackt. Natürlich, wenn in Deutschland mal wieder Toilettenknappheit ausbricht. Also, vielen Dank, Frank. Hast du gut mitgedacht. So, natürlich unbenutzt, ne? Genau, dann sind zwei Sachen drin. Einmal. Das hat er mir auch mit beigelegt. Uno Momento. So. Einmal kleine kurze Kabelbrücke. Was wird das sein? Ja, knapp 50 cm, also ein bisschen um die 50 cm. Mit PL-Stecker. Gut verlötet. Jo. Und das Herzstück des Paketes ist natürlich. Ups. So. Schönes altes Stehwellenmessgerät. Hier habt ihr diesen Pegel. Dann hier der das Potentiometer zum Kalibrieren. Man muss ja jedes Mal, bevor man die Stehwelle misst, muss man kalibrieren. Dann hier die beiden Schalter zum Umschalten. Genau. Hier drüben seht ihr Anschluss für Antenne. Steht auch hier an der Seite Antenne. Hier kommt das Kabel von der Antenne. Das Signal von der Antenne geht hier rein, wird von dem Messgerät gemessen und wird hier steht es Trans. Das bedeutet Transceiver, also das Funkgerät. Das Kabel kommt von der Antenne, geht ins Gerät, geht hier wieder raus ins Funkgerät rein. Also diese Kabelbrücke, die ich euch eben gezeigt habe, wo habe ich sie hin? Bin ich denn blind? Da. Genau. Wird hier so rein festschrauben und das Stück geht in euer Funkgerät rein, in die Antennenbuchse von eurem Funkgerät, und dann könnt ihr damit die Stehwelle und die Leistung messen, also die wie viel Watt man ausgibt. Genau, also man kann, wie gesagt, Stehwelle kann man messen und die Leistung. Genau. Kann ich jetzt allerdings nicht, weil, erkläre ich euch gleich. Ich hatte ja, bevor ich die Albrecht, diese SSB-Kiste hatte, hatte ich ja eine Midland, ein altes CB-Funkgerät, ich schätze aus den 90ern oder sowas.
Da ging mir ja das Mikrofon kaputt. Oder ich weiß nicht, ob im Funkgerät selber was kaputt gegangen ist. Naja, und auf jeden Fall habe ich ja dann Sachen geschickt bekommen. Und wo ich das Kabel hinten aus dem Funkgerät rausziehen wollte, ich bin so blöde, habe ich nicht am Stecker gezogen, also der saß wirklich fest drinne. Ich wollte, normal zieht man am Stecker, ist ja, wenn man einen Stecker aus der Steckdose zieht, da zieht man ja auch nicht hinten am Kabel, sondern man fasst den Stecker an und zieht es raus. So, und ich Idiot, habe am Kabel gerissen. Das mache ich oft, ich weiß nicht, auch bei anderen Geräten. Ich reiße so oft am Kabel den Stecker aus der Steckdose, das ist echt, also nicht reißen, aber ziehen halt, ne? Ich muss mir das echt abgewöhnen. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann das Kabel in der Hand und der PL-Stecker steckte noch hinten im Gerät drin. So, jetzt habe ich versucht, den freizulöten. Sinnlos, vergesst es. Habt ihr irgendwas, wo ihr den einspannen könnt? Also man kann den ja auseinanderschrauben, da hat man zwei Teile, ne? So. Man führt ja von hier hinten, führt man das abisolierte Kork, also man hat das Koaxialkabel. So. Man hat das Koaxialkabel. So. Das isoliert ihr bis zu einer gewissen Länge ab. Dann habt ihr zuerst das Geflecht, was hier drin ist. Kennt ihr von der Satellitenschüssel? Das Koaxialkabel hat ja den Innenleiter, also die Seele, der ganz innen ist. Dann die Seele ist nochmal ummantelt mit Kunststoff oder was auch immer. Dann kommt ein Außengeflecht, also was das Kabel sozusagen abschirmen soll, also was die Mantelwellen vom Innenleiter fernhalten soll. So habe ich das verstanden. Und dann kommt euer Außenleiter, also nicht Außenleiter, die Außenisolierung, so. Die macht ihr ab, dann kommt euer Geflecht. Entweder Kupfer oder irgendein anderes Metall. So, das stülpt ihr nach hinten und Zwirbel, also stülpt ihr nach hinten. Dann habt ihr sozusagen die Seele, den Innenleiter mit der Isolierung noch. Die Isolierung macht ihr auch ab. Die könnt ihr wegwerfen. So, und das wird dann von hier hinten in den Stecker reingeschoben. Hier vorne guckt sozusagen die Seele, der PL-Stecker guckt da raus. Genau. Und was macht der Fokus jetzt? So. Genau. Und dann verlötet ihr das. Seht ihr? Na, Fokus, stell scharf. So. Dann verlötet ihr das. So, und das wollte ich freilöten. Keine Chance. Ich habe weder eine dritte Hand. Eine dritte Hand, wer es nicht kennt, kommt aus der Elektrotechnik. Das ist unten ein ganz massiver Metallfuß. Dann ist oben so ein Aufbau. Das ist so ein Metallstab. Da ist manchmal noch eine Lupe dran. Und dann sind da zwei so Arme, die könnt ihr um 360 Grad, könnt ihr das in jede Richtung bewegen. Und das sind am Ende sind Krokodilklemmen dran. Dann kann man das hier einklemmen, kann hier vorne mit dem Lötkolben hingehen. Mit der Lötpumpe könnt ihr das dann absaugen oder ihr nehmt irgendwas anderes. Auf jeden Fall einfach, Christopher, warte mal bitte, sei mal bitte ein bisschen leiser, weil ich mache gerade hier Video. Und so einfach auf den Tisch legen und dann mit dem Lötkolben hier dran und mit der anderen Hand müsst ihr versuchen, das irgendwie freizukriegen. Vergesst es, das kriegt man nicht hin. Deswegen, ich konnte das jetzt leider nicht. Ich hatte eigentlich vor, ein Unboxing zu machen und auch gleich euch das zeigen, wie das Gerät funktioniert, dieses Stehwellenmessgerät. Kann ich jetzt leider nicht, weil ich muss mir jetzt ein paar PL-Stecker, muss mir ein paar PL-Stecker besorgen. Da werde ich mir auch, das waren ganz günstige hier, die haben 1 Euro noch was gekostet. Ich werde mal schauen, dass ich mir etwas bessere PL-Stecker hole, dann bezahle ich halt mal für einen 3 Euro und muss mal gucken, vielleicht kriege ich so welche organisiert, muss ich mal schauen. Ansonsten, wenn ich mir welche bestelle, dann gebe ich lieber ein bisschen mehr aus, weil genauso wie Koaxialkabel hier,
Das war ein, ist ein Koaxialkabel, da kostet der Meter 80, knapp 90 Cent. So. Und dann gibt es halt Koaxialkabel, da kostet der Meter halt ein paar Euro. Aber da habt ihr länger, da hat man länger was davon, glaube ich. Aber da muss ich mal gucken, das muss ich irgendwann mal investieren, ein anderes Kabel. Genau. Jo, dann soll es das für das Video auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Wie gesagt, das ist das Gerät. Ein schönes altes Gerät, finde ich. Ne? Also, ich mag ja eh so die alten Geräte. Wer? Einen Moment. Das ging in Gedanken gewesen, das ging mir auch schon mal so, da wollte ich hier unter uns sehen, weil ich denke, ich, warum geht der Schlüssel nicht rein? Der hier die von nebenan, denke ich auch. Hat gedacht, sie steht an ihrer Tür. Das ging mir doch auch schon mal so. Da habe ich versucht aufzuschließen. Ich denke, warum geht denn der Schlüssel nicht ins Schlüsselloch? Und da habe ich gemerkt, Moment mal, ich muss ja noch eine Etage höher. Ja, meine Frau kam gerade und meinte, bei uns hat jemand versucht, von außen die Tür aufzuschließen. Und da habe ich durch den Spion geguckt und da habe ich es nur gehört. Das war die Nachbarin von uns gegenüber, so Ja eine gut, alte Omi. das halt über Und ja, das. war wahrscheinlich in Gedanken und ne, hat den Schlüssel nicht reingekriegt. Das ging mir auch schon mal so. Ne? Und dann checke ich auf einmal, Moment mal, ich muss ja noch eine Etage höher. Ja, es ist halt, wenn man in Gedanken ist. Ne? Deswegen sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wollte jetzt auch nicht gleich Pause drücken. Ja, wie gesagt, also erst habe ich gedacht, das Gerät funktioniert nicht. Dann habe ich Frank angerufen. Und er meinte, nee, nee, das Gerät funktioniert definitiv. Das liegt an meinem Kabel. Naja, ich hatte die ganze Zeit und das war auch so ein Ding, wo ich nicht, ich darf nicht einfach Sachen machen. Ich muss wirklich vorher entweder mich drüber informieren oder ich muss es einfach, ja, mir mehr Gedanken drum machen. Ne? Ich hatte ja das Kabel so weit hergerichtet, dass es, ja, dass es ging, ne? Also ich habe das hinten in dem, ich habe das reingemacht und dann halt mit, ja, erstmal mit Panzertape hinten festgemacht hier an dem PL-Stecker. Aber da meinte Frank auch, guck, dass du dir den Stecker wieder vernünftig anlötest, sonst schrottest du dir eventuell die Endstufe von dem, ja, von dem Gerät. Und das wäre für die Albrecht echt schade, wenn da irgendwas kaputt geht. Deswegen lasse ich es vom Gerät jetzt erstmal aus, nützt nichts. Und ich werde mir PL-Stecker besorgen. Und dann werde ich da einen PL-Stecker anlöten. Und dann messe ich die Stehwelle nochmal durch. Dann schaue ich mal, ob ich sie vielleicht noch ein bisschen verbessert kriege. Muss mal gucken, dass ich die Antenne vielleicht nochmal ein bisschen einstelle. Mal gucken, ob sich's noch großartig ändern lässt. Geil wäre natürlich, wenn ich eine Stehwelle hätte, wo sich der Zeiger überhaupt nicht bewegt. Also wo ich eine Stehwelle von 1 zu 1 hätte. Das wäre geil. Aber ja. Gut, das soll es wie gesagt für das Video gewesen sein erstmal. Und ja, ich sag dir auf jeden Fall recht herzlichen Dank, Frank. Das reimt sich sogar, ne?
Vielen Dank, Frank. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Frank, für das Gerät und natürlich das Kabel. Ne? Kabel ist immer gut. Ja. Was ich mir definitiv irgendwann nochmal besorge, ist, das brauchst du einfach, wenn du löten tust, so eine dritte Hand. Damit man solche Sachen halt auch wieder entlöten kann. Ne? Weil es wäre ja Schwachsinn, so einen Stecker wegzuschmeißen. Ne? Klar, man könnte den versuchen durchzupusten, aber da verbrennst du dir erstens die Gusche und dann, ja, ist so, ne? Deswegen jetzt erstmal kein Funkbetrieb. Nervt ein bisschen, aber ja, ist halt so, ne? Nützt ja nun mal nichts. Ich hätte gleich am Anfang, wo ich das Kabel und die Antenne bestellt habe, habe ich erst überlegt, bestellst du so einen 10er-Pack PL-Stecker mit, dass du ein bisschen Vorrat da hast. Dann habe ich gedacht, ach komm, nee, bestellst du 2 Stück, einmal für die Antenne draußen ans Kabel ranlöten und einmal fürs Funkgerät. Muss reichen, wird schon nichts passieren. Mir passiert immer was, ne? Es ist echt zum Kotzen. Naja, was willst du machen? Gut, gelang genug gesabbelt. Das soll es für das Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, liken, kommentieren, abonnieren und ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. 55, 73 und Cheerio. Und bleibt gesund. Und sobald ich denn die Stecker habe, mach mal ein kleines Lötvideo. Genau. Gibt zwar schon tausende andere Videos auf YouTube, die auch zeigen, wie man einen PL-Stecker anlötet, aber ja, ist ja mein Kanal. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ne? Von daher möchte ich euch auch das zeigen. Genau. So, jetzt aber. Bye bye.